Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Heute mal ungeschminkt, heute ist Samstag und ich musste nicht zur Arbeit. Jetzt mal gucken wegen dem Licht, ne? Nicht, dass ich wieder mehr kriege. Ich komme jetzt gerade vom Hundegassi, ist ein bisschen draußen und ach nee, da wollte ich mir jetzt nicht unbedingt noch Make-up ins Gesicht klatschen, da ich heute einen Pflegetag machen will. Und Maske habe ich mir aber auch noch nicht ins Gesicht geklatscht, weil wir das nachher in einem Maskenball machen werden. Und ach naja, ich möchte euch heute meine Inventur präsentieren. Ja, hier wieder alles hübsch fein gezählt und es ist irgendwie immer noch viel. Also wie gesagt, ich merke nicht großartig, dass ich, wie viel waren 26 Produkte, hatte ich glaube ich aufgebraucht gehabt, was die dekorative Kosmetik betraf. Pflege, Entschuldigung, Pflege hatte ich ja im letzten Jahr nicht gezählt. Aber da war eigentlich auch so einiges leer geworden. Aber wenn ich mir hier das angucke, fällt das nicht großartig auf. Wir beginnen mal mit den Produkten der Pflegekategorie. Das ist ja wenigstens nicht ganz so viel. Bei Pflege habe ich mich eigentlich immer ganz gut in letzter Zeit im Griff. Ich kaufe nicht und verbrauche ganz gut. Obwohl ich wirklich 2020 wirklich nur für, eigentlich nur für meine Mädels, auch was dekorativ betrifft, gekauft habe. Für mich persönlich eigentlich gar nicht. Ich habe wirklich alles nur aus meinem Fundus genommen. Wir beginnen mal mit den Bodylotions. Da habe ich noch 15. Augen-Make-up-Entferner habe ich nur einen, Waschgels habe ich zwei, Gesichtswasser habe ich nur eins, Deos habe ich zwei, dann Masken. Gut, Masken sind mehr, das sind 40, die ich noch habe, aber wirklich alles hier, diese Doppelpacks hier, was ein- bzw. zweimal Anwendungen sind, was ich ja auch relativ schnell aufbraucht. Ja, also diese Inventur, die habe ich schon letzte Woche fertig gemacht. Und seitdem fehlen da eigentlich auch zwei oder drei Sachets schon wieder. Ja, also normal sind es zum Beispiel jetzt nur noch 37. Ja, ich glaube, ich habe auch schon eine Bodylotion wieder aufgebraucht. Aber es geht ja Stand von letzter Woche. Haarspray habe ich nur eins. Duschgele habe ich mich eigentlich runter reduziert, sind jetzt nur noch 27, da war ich mal bei mehr. Leider kann ich euch jetzt nicht sagen, ich habe euch ja sonst immer so das Vergleichsjahr davor, also sprich wäre das jetzt 2019 gewesen. Ich finde aber mein Buch gerade nicht mehr. Ja, also ich habe das sonst alles in einem Büchlein drin gehabt, auch Adressen und alles. Ich finde das Buch nicht. Also seit ich umgeräumt habe, ich weiß, ich habe es nicht weggeschmissen. Ich hatte es auch zwischenzeitlich mal wieder zwischen Fingern, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das Buch hingetan habe. Ja, aber gerade bei den Duschgelen weiß ich habe definitiv reduziert. Shampoos habe ich nur noch, oder habe ich drei. Spülungen auch. Peelings, da sind alle eingeschlossen. Also egal, ob ich Handpeeling, Lippenpeeling, Fußpeeling oder Ganzkörperpeelings, habe ich insgesamt 7. Ist aber jetzt auch nicht mehr aktuell, fällt mir gerade nicht ein. Ich habe am Sonntag bis eins alle gegangen, sind also eigentlich nur noch 6. Haarmasken. Haarmasken habe ich insgesamt noch 6. Serums habe ich 9. Da ist aber wirklich zusammengefasst Gesichtsseren oder Öle und Nagelserums. Badezusätze habe ich 9 Stück. Abschminktücher, also so Kosmetiktücher, habe ich 2 Packungen, wobei die eine auch schon fast wieder leer ist. Rasierschaum habe ich nur einen. Nagellackentferner habe ich nur einen. Sonnenschutzsachen, also hier solche Sonnenmilch, habe ich 5. Mal gucken. Pflegestifte, ja, die gehören für mich nochmal hier, so Lippenbalsams und so. Ist für mich nun mal Pflege. Da habe ich noch 7, obwohl 3 auch gerade davon aktuell in Verwendung sind. Tages- und Nachtcremes habe ich zusammengefasst. Da bin ich auch bei 7.
Nee, halt, stopp mal, Pflegestifte, ich bin verrutscht. Entschuldigung, die Tages- und Nachtcremes sind 7, wie ich schon gesagt habe, Pflegestifte habe ich 16. Bin verrutscht, ich bin zur Handcreme gerutscht. Handcremes habe ich nämlich 7. Ne? Also 7 mal Tages- und Nachtcremes, 7 mal Handcremes und 16 Pflegestifte. Aber wie gesagt, 3 davon sind gerade aktuell in Verwendung. Augencreme habe ich plus eine. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich hatte nämlich ein bisschen Mist gebaut. Ja, so, das war die Pflege. So, und jetzt spielen wir mal. Wie viel hat Cindy von dem ganzen Krempel, was das Thema Pflege betrifft? Ich wollte das eigentlich vorher ausrechnen. Ich, sehr cleveres Kind, aber naja. Macht ihr denn eigentlich immer so eine Inventur, damit ihr seht, was ihr noch alles so rumfliegen habt? Also ich habe zum Beispiel durch diese Inventur Sachen wiedergefunden, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie überhaupt habe. Ja, also das fand ich auch ganz witzig. Ich hatte nämlich noch zwei Make-ups, wo wir gleich dazu kommen. Da hatte ich mir schon was Neues gekauft und hatte an die gar nicht mehr gedacht. Und ich räume ja dann nachher immer komplett alles aus, wenn ich die Inventur mache und mache dann die Schränke sauber und alles. Und da sind mir doch Tatsache noch die zwei Make-ups in der Hand gefallen, wo eins davon jetzt auch gerade in Benutzung ist, weil ich vor 2 Tagen mein Make-up leer gekriegt habe. Also, ihr Lieben, Pflegeprodukte habe ich insgesamt 166 Stück in meiner Wertensammlung. Ja, und wenn ihr denkt, das ist schon viel, kommen wir mal zur dekorativen Kosmetik. Ja, also, wie gesagt, ich merke nichts davon, dass ich über 26 Produkte aufgebraucht habe. Ja, kommen wir zuerst doch mal zu dem Concealer. Also Concealer habe ich im Moment bloß einen in der Verwendung. Und da. Make-ups, wie gesagt, ich habe wiedergefunden, habe ich noch 3 Mascaras. Da weiß ich, da habe ich mich runtergearbeitet. Das waren, glaube ich, letztes Jahr 8. Da habe ich jetzt nur noch 6. Ich habe zwar mehr aufgebraucht, aber ich habe ja auch welche wieder geschenkt bekommen. Paletten. Paletten ist so eine Sache. Ich habe 72 Paletten. Allerdings umfasst das alles. Also nur Face-Paletten, Full-Face, also mit Lippenstift, Lidschatten und allem drin. Auch nur Paletten, wo ich nur Lippenstifte drin habe. Ja, also Paletten umfasst alles ab 5. Ab 5 Lidschatten oder sowas oder meine Koffer, was ich ja so habe, das umfasst bei mir alles. So, das sind 72 Stück. Ey, Karamba. Ne? Also das ist schon eine Hausnummer. Dann habe ich nur eine Lidschattenbase. Das ist die ich gerade von Uli habe zu Weihnachten. Parfüms zählen für mich persönlich zur dekorativen Sache. Ich weiß, mein Fuchsfell sieht das anders. Sie nennen das ja zählt das zur Pflege. Das ist auch für mich nur Deo. Parfüm ist für mich dekorativ. Da habe ich 6, was ich seit gestern eigentlich auch auf 5 reduziert hatte. Ich habe wieder mal eins leer bekommen. Lippenstifte auch ganz. Also wie gesagt, ich merke nicht, dass ich 2 oder 3 aufgebraucht habe letztes Jahr. Ich habe 68 Lippenstifte und 69 Lipglosse. Monolidschatten habe ich 47. Lip Liner habe ich 9. Augenbrauen, Stifte und sowas habe ich insgesamt 3. Eyeliner und Kajal sind trotz meiner guten Aufbrauch-Sache vom letzten Jahr immer noch 29. Puder habe ich 3. Highlighter habe ich 14. Blushes habe ich 22. Nagellacke. Also die Farblacke habe ich 144.
Deswegen arbeite ich, wie gesagt, jetzt im Jahr 2021 am Aufbrauchen von Nagellacken. Habe ich mir ja mehrere rausgesucht, wo nicht mehr viel drin ist. Da wird sich jetzt also nicht mehr dran totgespart. Bodysprays habe ich noch fünf. Habe ich aber auch gerade eins mit in Verbindung. Überlacke habe ich 35. Lidschattenduos habe ich noch 5. Nein, habe ich 8. Entschuldigung, verrutscht. Bronzer habe ich 5. Quattros habe ich 7. Trios habe ich 6. Ja. Wunderbare Latte, nicht wahr? Ist Wahnsinn. Ist echt Wahnsinn. Also, wie ich schon sage, ich werde definitiv mein Make-up und sowas mit ins Grab nehmen. Jetzt machen wir uns die Späßchen und rechnen auch die dekorative Kosmetik zusammen. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Und vieles davon echt auch Geschenk gekriegt. Ganz, ganz viel Geschenk gekriegt. Das ist Wahnsinn. Und nicht nur von meinen Mädels, auch von meiner Mutti. Und also vieles ist, auch was ich jetzt gerade so mir jetzt für das Projekt rausgesucht habe, da ist auch einiges von meiner Mama mit dabei. 69, 47, 9. Also ich kann wirklich, wenn jemand was braucht, er kann sich bei mir melden. Ich habe eine eigene Drogerie. Wahnsinn, ey. Das war das der Highlighter. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Oh Gott, wenn ich die Seite jetzt schon sehe, es ist Wahnsinn. 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 Wahnsinn, habe ich schon gesagt, ja. Alter Schwede. 5, 7, 6. Und die beste Zahl, 144. Alter Schwede. Ich habe dekorativ 563 dekorative Kosmetikartikel zu Hause. Ja, 563. Also wie gesagt, ich habe mir ja jetzt hier so einen ganzen Beutel, da ist jetzt auch nur noch, ich hatte es ja mal gezeigt, ne, also ist jetzt nur noch die Hälfte drin, weil die andere Hälfte ist schon eingeräumt in mein Kästchen, was ich ja jetzt gerade so benutze. Aber das sind jetzt so Sachen drin, das wird jetzt in den nächsten 2 Jahren, habe ich vor, diese Sachen alle aufzubrauchen. Es ist wirklich der absolute Hammer. Es ist der Hammer. Und wenn ich bedenke, an dem Kiko Blush arbeite ich jetzt schon über ein Jahr und es ist immer noch nicht alle und ich habe wirklich eigentlich gar nichts anderes benutzt zum Blushen als diesen Kiko Blush und da ist immer noch was drin. Auch wenn es nur noch in der Mitte ist, aber es ist immer noch drin. Es ist der absolute Wahnsinn. Viele Produkte davon reichen ja auch wirklich ewig. Du kriegst es nicht leer, auch die Highlighter nicht. Es ist Wahnsinn. Es ist absolut Wahnsinn. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt genauso die Hände über den Kopf zusammengeschlagen wie ich, was die Alte alles hat. Ich bin für die nächsten 20 Jahre, denke ich mal, mindestens versorgt. Gerade was Dekoratives ist, werde ich auch noch mit ins Grab nehmen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Was dann das Aufgebraucht-Video? Ja, ich habe auch was aufgebraucht. Von Januar ist. Ne? Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss.